So, denk an die Aufnahme. Wer immer die verdammte Drecksari war, ist jetzt gefälligst wieder Midlane. So, Vladimir bannen wir. Dann bannen wir den Shen. Und dann können wir auch noch S bannen, weil die First Pick haben. Ah, niemals scheiße. Mach die kaputt, wenn die. Also wenn die S bannen, glaube ich, nicht. Lass S bis Last bannen, wollte gerade sagen. Lass S bis Last bannen. Wenn die Xayah Rakan beide offen lassen, lassen wir S offen und baiten die rein. Ja. Was ist, wenn die einen Rakan oder Xayah picken? Dann müssen wir den anderen. Ja, können wir. Machen. Halt ja, aber wenn die Rakan picken, das meine ich. Können wir dann Ezreal jungeln? Meinst du, das lohnt sich? Tristana Jungle bevorzugen. Echt? Ne, ich finde. Ja, Katzi, ja, nicht. Dann müssen wir Ezreal rausnehmen. Ja, dann erstmal Vladimir und dann aber dann können wir, nee, dann können wir nicht wegcybern. Ne, können wir nicht. Ach ja. Also, ich fand der AD Carry beide Guys nicht so useful, aber keine Ahnung. Ezreal ist halt broken. Was picken wir denn, wenn die Ezreal spielen? Das ist die bessere Frage. Aber das hat sich doch jetzt quasi erübrigt, auch wenn sie jetzt Xayah picken. Wir können doch trotzdem. Ja, wir überlegen ja jetzt einfach nur, ob wir S. Können wir nicht einfach S bannen und Rek'Sai picken? Wie gut ist deine Rek'Sai? Nee. Okay. Erinnerst du dich nicht? Kannst du dich an das Game erinnern, wo ich Rek'Sai gespielt habe? Ach, ich erinnere mich. Ich hab selber gebannt, nice. Lol. Ja, dann lass uns Rek'Sai bannen. Rek'Sai. Ja. Meine Rek'Sai ist totes Trash. Was spielt denn hier der Chantau noch? Du spielst noch mit Chantau, was spielt er denn noch? Chantau spielt alles scheiße. Ich glaub nicht, dass es Chantau ist, though. Okay, dann lass jetzt mal Xayah. Ah, ne, nevermind. Was wollen wir? Max hat gestern gestreamt mit POE, seinem Bruder noch. Ist egal, ist egal. Fokus auf die Picks. Okay. Was wollen wir? Ja, das ist die große Frage. Galio? Nee. Nee. Aber was wenn die Ohren Galio? Ich pick schon mal Nidalee. Geh für nochmal eine Runde. Muss ich auf jeden Fall Engage Top spielen. Aber gegen Ohren Tank, RIP. Kannst nicht nah gehen? Was wäre denn ein geiler Pick gegen Jax, wäre geil. Wir können ja auch all in Bot spielen, so Leona oder so. Trundle, actually. So, wir jetzt schon Trundle? Können wir den jetzt schon picken oder willst du noch warten? Kannst picken. Also ich spiele noch mit so einer all in Bot Lane, mal gucken. Xayah wäre hier auch nicht so verkehrt. Ich kann Leona spielen, ich kann Alert spielen, ich bin ein genialer Supporter. Ah, oh, den haben wir komplett vergessen. Ai, 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 jetzt gehen sie aber verkehrt. Ja, mit dem muss er Max kann was die nicht. Ja, aber der musst du wirklich nicht. Also Xintao musst du nicht können. Das ist genau. Ja, das ist Master Yi in Kombination mit Rex. Ist stärker, ist echt so. So. Einfach nur. Ja, und noch mit der Tankiness. Durch die Ulti, die ziemlich balanced ist. Sollten einfach richtig pushende Lanes picken, dass Lucky den richtig auseinandernehmen kann. Geht das? Das würde gehen, ja. Wollen wir für Botlane? Wollen wir dann Botlane bannen und gucken, dass wir dann gut. Ich könnte Karma gehen, Karma ist ziemlich. Also, wenn ich jetzt nicht Botlane picke, banne ich mir halt einiges. Ja, dann pick mit dem, meine ich ja. Also, es würde mir auch in die Karten spielen. Also, wie sieht es mit so einer Karma Caitlyn Lane aus oder so? Ja, wenn das passt. Was wollte er, Anivia oder Ahri? Damit du dich wohlfühlst, ne? Ich glaube, du wirst mit beiden Pre-Sex ziemlich gebumst, mit Anivia aber das ganze Game, oder? Ja, also ist halt tricky mit denen. Also, Ohren ist okay, halt so. Okay, so, was bannen wir jetzt, Leute? Was könnte denn deren Comp gut komplizieren? Noch mehr CC wäre krass für die, oder? Ja. Ja, bann Galio. nee, das kann ich immer nicht mehr picken. Vielleicht? Wir müssen Support einfach nur bannen. Also was man bannen, finde ich gar nicht so schlimm. Was kann man sonst noch? Die können halt, ich denke halt, für die würde jetzt auf jeden Fall irgendwas Xayah bannen. Irgendwas Tankiges würde für die. Ich überlege halt selber Xayah zu spielen. Da wäre halt gut gegen Ornult und so, ne? Ja, gegen Xinjiao auch. Caitlyn wäre ganz gut wegen der Range. Ich könnte auch Lulu gehen, dann spielen wir Xayah Lulu oder so. Können auch noch Kog'Maw gehen. Wollen wir Ariban? Ah ne, ist ja schon der Wendermann. Wir können halt auch noch für den Hyper-Carry-Botlane gehen. Aber die haben jetzt mit Ornn, Sinn, Viktor. Die haben jetzt keinen schlechten Engage auf mich, aber auch keinen krassen. Waren einfach Caitlyn. Ja, stimmt. Ich glaube, Caitlyn gar nicht so schlecht, weil das wäre der letzte safe Pickbot, denn. Also Caitlyn, man könnte auch für Taric gehen, das wäre, glaube ich, ziemlich gut gegen Ornn. Gucken jetzt, wir basteln jetzt. Entweder basteln wir uns jetzt was richtig Geiles zusammen oder wir haben uns gerade komplett selber aufband. Ja, Taric fände ich echt gar nicht so schlecht. Aber Taric hätte mal keine Winning Lane. Würde ich halt gerne unter den Tower pushen einfach. Ja, dann Max denkt halt in Botlane so. Die Frage ist jetzt, wollen wir den Support nicht jetzt für den Last Pick übrig lassen? Dann pick ich was sicheres wie Tristana oder Xayah. Oder ja, wir lassen den AD Carry für Last Pick, dann könnte ich noch sowas wie Kog'Maw gehen, wenn es passt. Oder Kalista. Kog'Maw würde ich allein schon gegen Ornn einfach nicht spielen wollen. Gegen Sinn ist auch nicht gut. Was mit Tristana Braum?
Tristana habe ich jetzt halt auch noch überlegt. Ich denke halt, Tristana ist ja Lane. Ja, können wir Tristana erstmal picken und sonst können wir nur Karma oder sowas spielen. Ja, genau, Karma, Lulu, sowas. Ja, ich glaube, Tristana wäre. Pick erstmal Tristana und dann gucken wir gleich. Wenn die eine Weak Lane picken, dann kann es auch Braum gehen. Weil mit Tristana könnt ihr auch eine Weak Lane rein. Ja, wir gucken jetzt immer. Wir gucken jetzt immer, welches Braum extrem gut gegen Ohren. Ja, deswegen. Braum würde. Das hat wahrscheinlich jetzt nicht der schlechteste Victor der Welt wird, ne? Also. Wir müssen wahrscheinlich Johnny ein bisschen helfen. Also okay. Braum würde am besten wahrscheinlich unser Team fitten. Nur wir haben dann halt keinen Push, das heißt, da müssen wir dann aufpassen. MF pusht. Ja, da wäre Braum auch wieder geil. Ja, die war eben auch schon useless. Wieder MF Morgana picken. Aber das ist halt diesmal eine andere MF, ne? Ja, das ist wieder Chantau. Wenn das Chantau ist, Chantau spielt eine 10 MF. Ach. Ach, papalapap. Ach. Ja, ich glaube. Also wenn die jetzt nichts picken, was richtig krass gegen Braum ist, würde ich dich auf Braum sehen hier. Es ist gegen Ornn im MF einfach zu gut, um es nicht zu picken. Alistar ist eigentlich ziemlich scheiße gegen Braum. Ja, das Ding ist, wir können jetzt gegen... Also mir fällt jetzt kein Support ein, mit dem wir jetzt pauschal hier Pressure Botlane kriegen. Und ich glaube, Braum ist am besten für die Teamcomp. Ja, Karma wäre schon sick. Ja, musst du wissen. Also ich finde Braum hier ziemlich geil. Braum, allein schon gegen Ornn ist das so strong. Ja, ja. Gegen Ornn im MF ist halt Braum schon next level. Mit Tristana ist ja Braum auch nicht verkehrt. So, wenn wir Q treffen auf MF, können wir die auch... Wir können ja selbst den Alistar gut wegbumsen. Ja. Ich glaube, Braum macht's. Du kannst den ersten Charge auch schon blocken, ne? Was für. Also, wenn er kommt. Okay. Ich glaube, quasi dann eine andere Richtung muss ich dabei machen, ne? Ja. Genau, wenn er halt zu Ornn läuft gerade. Da kannst du ihn schon blocken. Dann geht die einfach weg, oder was? Jo. Ist ja richtig dumm. Ja, ist leicht frustrierend. Deswegen warten wir jetzt halt Ornn immer jetzt mit Leute gegen Braum immer erst, wenn ein Teamfight startet. Und die kam da engaged. Soll ich mit Ignite spielen oder mit Dings? Weiß ich nicht. Source Fix wäre schon nice eigentlich, aber. Ich würde schon mit Ignite. Ich glaube, wir können die Lane pressuren und ich sehe Xin irgendwie nicht so als Gefahr. Ja, gut, ist Max, ne? Ja, warte mal, das war die jetzt nicht, aber ich glaube, wir ich meine das so. Den Pre-Six schon forcen. Ja, das sieht gut aus. Machen wir. Also wenn quasi die Ornn-Ult hinter mich kommt, mache ich einfach Ult Schild hinter mich, dass es reinrennt und das ist weg. Ja, am Anfang, am besten ist es ja, wenn du quasi schon mal bei der ersten Ult. Ja, die kommt ja hinter mich. Ja, genau. Also, dahin, von wo es kommt halt. Er kann es auch theoretisch, so wie ich Sneaky Game Bro mache, immer von rechts oder so. Dann kommt die halt einfach, oder von hinten. Ja, aber er kann doch die zweite Instanz, kann er doch auch einfach blocken, genau. Oder? Ja, aber die erste also, ist besser. Ja, aber bei der halt zweiten macht's mehr, aber bei der zweiten macht es ja mehr Sinn, weil du dann das Schild in der richtigen Richtung hast und alles andere noch blocken kannst. Ja, dann ist ja aber halt, dann kriegt man den Ja, das du kriegst schon den Pock. Ja, okay. Okay, Leute, jetzt wird getryhardet. Weißt du, was Wobei ich du ja meistens finde? Eh vorne stehst und dann theoretisch, wenn es von hinten kommt, vor uns bist. Nee, ihr habt alle so einen tollen Running Gag im Gegnerteam als Namen. Oder halt irgendwas, was zu euch passt. Und bei mir ist das richtig stumpf und der heißt halt nur Anficky. Halt Max. Honda-Typ Scheiße gefällt mir auch. Ja. Bei mir ist halt. Ja, aber Anficky Mies ist einfach so stumpf. Ja, der ist wie Pokerstar-Spieler oder so. Jo, wobei das wäre ja nicht beleidigend. Oder einfach Lucky Me. Spielsüchtiger. Hallo. Oh nein, Alter, mein Mikrofon war in dem Game komplett gemutet. Scheiße. Ich hab einen Schlitten. Hallo, Leute. Du hast einen Schlitten. Ich hab Schlitten, Leute. Jo. Yeah. Leute, okay, wollen wir hier über Botzeit oder so? Ach, das hat der Neue? Oder willst du Traps legen für Raptoren? Ich muss Traps legen für Raptoren. Ich starte das diesmal. Rapper, ja, wie geil. Dann ich Kannst du mir eine Q geben nochmal? Oder brauchst du die für Mitte-Push? Ich brauch die für Mitte. Okay, Kuchi, wie spielen wir den Spaß? Die haben auch Ignite dabei. Ja, im Endeffekt können wir einfach den. Wir können halt schon den Alistar gut wegbumsen, oder? Ach, wenn die Guardian? Traden wollen, kannst du einfach den Schild hochmachen. Nee, Guardian finde ich irgendwie kacke. Okay. I don't know, vielleicht bin ich dumm, aber ich mag Guardian nicht. Was ist denn Guardian? 900 Leben, kann man sagen. Das ist ein ja. Ich kenne mich so null mit den Masteries aus, ne? Also so wirklich null. Ich kenne mittlerweile irgendwie alle. Vorsichtig. Ja, ich auch. Ja, so viele sind sie jetzt auch nicht, ne? Jo, eben. Ich spiele nur Electrocute und Dark Harvest. Der Rest google ich dann immer, aber merke ich mir nie, weil ich die einfach kopiere dann. Ja, wir können ja mal, kurz, können wir mal gucken, wenn wir Early Level 2 kriegen, kann ich ja reinspringen, du kannst mit deinem W auf mich connecten, dann können wir so engagen, wenn es passt. Im Generellen ziemlich guten Engage mit deiner W. Ja, also eigentlich sollte die Lane fein sein, die haben Eri und Aftershock. Mal gucken, der E-Poke von MF ist halt relativ unschön, aber... Ja. Jetzt vielleicht auch für Dorans gehen sollen. Ja, ich denke aber, es sollte passen. Ich hab die Leiste Mastery, ich hab Dorans, du hast die Relic. Gucken. Ja, dann Dorans. Ja, mein Shit. Aua.
Also Blue Start Xin. Ist das eine Frage oder eine Aussage? Nee, ist eine Aussage. Boah, der Sinkel. Der hätte bei mir nicht getroffen. War das irgendwie ungeil hier. Das ist ziemlich hart gerade. Ja, das war mein Bett, aber... Was? What? Mein Rip-Off ist... Hä? Schlecht gespielt. Ich Hallo? Ich muss aus dem Zeichen drüber boosten. Mein Rip-Off ist resettet. Okay. Hä? But why? Wie Level 1 geht das hier mehr Person? Gut, okay. Der stand hier und resettet. Apparently not. Willst du gut aufpassen? Ja. Bin, mit Deckard Mist? Ich warte hier rein, ich warte hier rein. Jetzt hinten, ne? Just saying. Also ich brauche ein bisschen, um wieder aufzuholen. Du schaffst Sin das. Zau hat Free Level 3 Gang, Free Level 3 Krabbe. Also natürlich müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was aufgeben. Ja, du musst denken, der weiß nicht mal, dass der... Weißt du? Ja gut, aber... Der würde eigentlich keine Angst vor mir haben, Level 3 normalerweise. Das ist Xin Zau, der muss nur rechts klicken. Der jumpt mich einfach an. Ich hab euch noch nicht gewordet. Doch, hatten wir. Wir hatten zu viel Minions. So, mal gucken, wie der die Scheiße hier leistet. Na, das wird auch unschön. Den nehme ich noch. Ich nehme den. Der wird gepressured. Oh, die invaden mich, glaube ich. Ich geh mit deinem Fixed Base. Wir haben die Dings benutzt. Das ging doch, aber das ging doch. Oh. What? Fick der Move hier. Xin war hier. Holy shit, ich hab die. Irgendwie. Dings ist Miss Alistair. Alistair könnte Roam, ja, pass mit drauf. Ganz komisches Game. Xin Zau kann mich gerade free all in die ganze Zeit, der ist ein Level up. Bot gerade auch nicht wirklich Pressure. Ich hab keinen Flash, Xin hat noch Flash. Ist Spotzeit hier, River, gerade gespottet worden. Können wir Toplane killen? Ja, wir können probieren. Bitte was? Hast du das gesehen? Wer da? War jetzt sein E. Nee, es war sein Autotech, aber ich war schon. Sein E-Autotech. Aber ich war halt schon 8 Kilometer weg. I don't know. Naja, passiert. Ich hab noch Rest auf jeden Fall mit. Ah, der war nicht mehr. Wahrscheinlich ist der Autotech schon am Kern, am Casten gewesen, keine Ahnung. Der ist geflasht. Oh, sind auf dem E gelaftet, Champion, Alter. Orn kein Flash. Ja, wir werden erstmal safe spielen müssen, Bot, die sind ziemlich ahead, Gott. Geh mal nicht tot, geh mal nicht tot. Nee, nee. Kommst du dir? Ah, wir freezen, Arsch. Schade. Oh. Muss die Pien kann sein, dass nicht direkt gängt. Obwohl, kann auch nochmal hochkommen sonst. Bin noch nicht based. Ah, jetzt Dirk. Ja, das können wir erstmal nicht mitspielen. Weil die Wave ist zu dick drin, oder? Ah, wobei, der geht gerade rein. Ja, kein Pillar? Ja, hab ich. Wer da? Warte, der wird gleich, der wird gleich. Alistair ist Mist, Alistair ist Mist, der könnte absolut überall sein. Ich wollte hier rein. Oh, wow. Gleich noch zweiten. Der ist, glaube ich, der Tanky, oder? Bitte, Space. Nice, good job. Alistair ist immer noch Mist, Alistair ist immer noch Mist. Hat der was benutzt oben? Der hat schon ein Flash rausgehabt. Der hatte schon beides raus. Victor ist Space. Also, Zau könnte überall sein. Ich bin gleich Level 6. Keine Info kommt von hier. Pass auf, Xin auf, Sidestone. Oh, das. Unten ist hart jetzt. Ja, wir können absolut nicht so einfach safe stehen. Ich werde halt mega weit behind fallen, aber können wir nichts gegen machen. Mal chillen. Das ist der Plan, wollen wir top weiter snowballen oder? Nee, würde ich sagen, also, oder? Also, wenn Botlane nichts machbar ist. Das ist halt so das Ding. Ich verliere halt 70% meines Lebens. Nach dem Alistair Engage, obwohl du instant dein Schild durchmachst, ich habe das Gefühl, 90% deren Schaden geht einfach an dem Schild vorbei. Das ist halt wirklich so, außerhalb vom MF-Kill. Victor move top gerade. Das ist so widerlich. Der geht deep one wahrscheinlich, aber der könnte halt auch oben vorbeischauen, ne? Also ich kann halt im Prinzip nicht in Auto-Tech-Range gehen, sobald der, wenn der Alistair. Ups, wollte ich nicht. Bin unten. Wenn der Alistair in irgendeiner Form mich zont, kann ich nicht Auto-Tacken. Sind jetzt auch hier Level 5? Ja, die werden uns diven wollen.
Das können wir spielen, zu zweit wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ja. Wir können mit deinen Aufwart machen übrigens, wenn du willst. Okay. Ziemlich strong. Den Tower ist halt im River-Bot-Side, ne? Bot-Lane ist auch Mist gerade. Ah, der pusht einfach nur rein. Wahrscheinlich Dike, ne? Den Drake. Wir haben Bot-Lane keine Pressure, sollten wir abgeben. Alter, weißt du, den ist wie ein Infernal. Ja. Nächster bestimmt wieder Infernal. Wir sollten dann auf jeden Fall top spielen. Ja, ja, müssen wir. Sind wir Spot? Da hängt das auch. Da Spot. Oh, shit. Ja, sind wir RIP. Wobei, kannst du den irgendwie... Okay, nice, good job. Nice. Hat er irgendwie nicht so gut gespielt. Können wir Topland, kannst du mal reinpushen? Ja. Wenn der Tower jetzt nicht. Nee, pushen, nee, der Turret droppt, der Turret ist weg. Nee, wir sind es auch da, das können wir nicht deffen. Ich bin da nie wer so, ne? Okay, du kannst probieren, ich bin da nicht da. Victor hat keine Sums, keine Holz. Schon, der wird keine Flash. Ah, okay. Oh, wenn ihr ein bisschen... I underestimated your power. Ah, dann nee, dann geh ich eine Wave mit, oder was? Keine Ulti. Ja, musst oder du gar nicht. Nee, nee, kannst gehen, kannst Bot gehen, Sind Zau Base, oder was? Das hat weg. Der war gerade Bot. Ah, die werden weiter pushen, ne? Sind Zau Space, oder die gehen jetzt auf die schön. Geht jetzt wahrscheinlich für den Tower mit 4 Mann. Boah, ich bin 40. Wir machen einfach Turret, einfach Turret. Ja, die werden weiter. Der Turret ist jetzt down. Ich kann nochmal kommen. Nee. Okay. Du wirst da wahrscheinlich gleich von 4 Mann angekommen. Muss einfach rausgehen. Die sind zu viert hier, können wir nichts machen. Der MF ist auf 6. Oh, wir haben jetzt Apple kommen. Ja, wir haben immer einen First Blood gekriegt. Ah, was? Ist egal, ich komm da dran. Ah, ich. Leicht. Du hast auch noch Mana, die Pille, aber lange dauert noch lange. Pille rauf? Ja, die hat mit Mana für Ult, ne? Victor moved jetzt. Nevermind, moved doch nicht. Victor moves jetzt, Victor moves jetzt. Raus. Also Richtung Topside. Bottom, ja. Bottom, raus unten. Der Alistair, das Ding ist halt, so viel Schaden wie du der MF machst, so viel macht mir der Alistair halt auch. Ja, alles gut. Aber die MF kann dann mit der Ult noch connecten und ich kann dir nicht irgendwie... Ja, komm nicht an mir vorbei mit, der, mit meinem Schild. Na gut, das stimmt. Sing geht raus. Weißt du? Ich bin halt mega. Ja, also, ist schon wieder Infernal, das ist... Der Kill ist die behind. Extrem dumm. Hä? Huh? Ja, dass sie die ganze Zeit Infernals kriegen, ist extrem dumm. Na, ich weiß aber nicht, ab. Behind oder so, zu krass. Ja. Hat der Victor Sums? Ja. Alles. Nee, der hat kein Flash. Achso, der hat kein Flash. Warte, ich hab Level 6. Ja, dann können wir Mitte. Ich komme auch ohne Flash, können wir da auch ja, also ich bin mit 99% sicher. Aber Botlane kann ich hab's nicht gesehen. Ich dachte nur, weil... Oder hat der nicht zu mir geflasht? Ich weiß nicht, ich glaube, du bist einfach nur weggeflasht. Chillt erstmal. Enemy Botlane ist eh gerade Mist. Wir sollten nichts overforcen. Wenn die Counter-Gang, dann... Angaben ohne Gewehr. Hier sind Pink. Wobei, mit Kevin könnten wir vielleicht das machen. Botlane ist jetzt auch Mist. Die könnten swappen, der Turret ist down. Das wäre nah. Hier war Alistair. Ich hab TP. Ich TP dann auf die Lane. Lass mal gucken, was passiert. Ich TP da jetzt hin. Oh fuck. Komm her. Ein Stuck. TP hinter uns. TP hinter euch. Ich kann nicht heilen, Kevin. Hab ihn gemarkt? Ja. Er ist noch nicht gemarkt. Jetzt gemarkt. Hab keine Dings, keine Ult. Santin? Alistair und MF kommen, die haben noch alles ready. Außer. Kein Flash, bis Fortune. Fuck. Shit, ey. Dass wir den auch nicht CC bekommen haben vor seiner Ult, ey. Ich glaub nicht, dass wir hier mit was machen können, oder? Nee. Ich hab TP ab. Ich komme. Ich hab 8 Sekunden Sprung. Können dann einfach auf mich turnen, hier theoretisch. Ich kann nicht zu weit nach vorne gehen. Auf was geht ihr? Wir kommen Mana gerade. Wir haben den Turret verteidigt. Okay, Toplane ist eine große Wave. Ich weiß nicht, ob da noch einer hinten backen kann. Ich sprinte. Botlane verlieren die auch eine große Wave, also ist nicht so wild. Lane defended, passt. Jo. Ich werde schon ziemlich strong in dem Game werden, denke ich. Ich bin auch voll alles fein dabei, alles so. Also Victor hat jetzt auch die Rage bekommen. Warum ist noch hier? Haben wir auf den... Ja. Kein Heal, Victor. Ist oh, schade. 3 Minuten. Also, Xin's... Wollt ihr wieder Bot gehen? Geht ihr wieder Bot? Victor Heal ist ja, die werden wahrscheinlich Mitte weiter Pressure. Oh, kannst du das deffen? Ja, auf jeden Fall. Ich muss erstmal resetten, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob wir das gegen Victor deffen können. Also, ich kann es auf jeden Fall auch gegen Victor deffen, ich würde es aussuchen. Wir wären Mitte lieber. Okay, dann push ich die Wave raus und geh dann Bot. Kann ich die Golems haben? Jo, kannst du nehmen. Wir müssen eh jetzt Bot-Set spielen. Ich tu noch schnell Wards. Die MF ist halt 1000 Mal stärker als ich gerade.
Also 1000 ist relativ. Aber krieg ich hier hin, wenn der Victor ist. Aber der hat keinen Flash, der hat geflasht. Ja, wir müssen die One-Shotten. Ich scale halt super safe und dürfte im Teamfeld nicht sterben, wenn ich sicher spiele, aber ich mach keinen Damage gerade. Die pushen jetzt Mitte rein, die sind zu dritt hier. Der Tower ist wieder da. Ich mach halt ziemlich die Map jetzt gerade, ne? Das heißt. All kommt Mitte? Für Nash gehen jetzt, für Drake. Und Recall? Und resettet auch schon. Ich glaube, die werden zu mir kommen. Eine Minute noch Drake. Jetzt Zwischenlauf hauen. Was wollen wir machen? Können wir da. Nee, ne? Können wir trappen, maybe? Ja, ich hab. Können wir das hier? Hier ist ein Pinkboard drin, glaube ich. Einfach hier trappen? Da, den Victor? Ja, ich bin gleich da. Nice. Gut, schon. Wir können am Hövel dran sein, ne? Ist egal, wir kriegen dann Drake for free. Wir fällen 40. Nee, ja, jetzt 35 noch bis Drake. MF ist Mitte. Oh, die hat fast die zweite Seite. Ich hab noch nicht mal ansatzweise BF. Okay. Hier ist ein Pink. Das Scheiß, den gibt nur einen Drake. Drake ist der Call, ne? By the way. Ja. Oh, ich hab ja, Smite, der ist 30. Midlane also durchpushen vorhin. Ja, sind hier unten? Soll die catchen, wenn der hier hochläuft? Ja, ja, aber der wird nicht hochlaufen. Ne? Doch, doch, der hier? Kommt hier. Okay. Warren ist hier mit. Kann sein, dass die gleich auf euch kollapsen. Müsst jetzt schnell machen. Das alles auch, Johnny? Nice. Nice, nice. Ja, Drake, Drake, nicht zu hart forcen, nicht zu hart forcen, jetzt hier nicht sterben. Ja, oh, what? Raus. Ich wollte auch keinen Jungler. Arnold ist raus. Können wir die einfach rushen oder ist es zu risky? Risky gegen MF. Fighten oder meinst du jetzt Drake? Gegen MF ist zu risky. Ich kann hier gleich MF. Keine Ahnung. Ich hab keine Ult. Hier ist jetzt gewardet. Ich, hab halt, ich hätte halt. Ah, nee, lass uns. Kann mir einer beim Blue Buff helfen, dann könnte ich wieder fighten, aber so bin ich zu schwach im Fight. Ich hab halt nicht genug Mana für zwei Kombos. Hier ist gewardet. Liegt da unten. Ja, der tut sich die ganze Zeit über die Waves. Wir wollen auf jeden Fall für den Drachen. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich muss mitkommen. Sollen. Geht das? Ja, ich krieg den. Ich bin 200 BF. Ultimate on circa 40 Sekunden, 50 Sekunden noch. Also wir werden halt jetzt, gleich hat die MF hier zweite Seite, dann ist sie noch richtig dick. Ich werde halt ab 2,5 Items die anfangen zu outscalen. Bis dahin ist sie halt noch viel, viel stärker als ich. Wir sind jetzt, fangen jetzt an. Ich kann da hin. Ich hab Ult erst 40, oder? Das ist das noch eher. Ich geh hier, wo. Aber Ornold ist auch noch auf CD, ne? Der hat mir auf jeden Fall Vision. Komm mal zu euch. Hm. Ja, wird schwierig, wenn wir das spielen. Ich glaube, sonst fehlt ein bisschen der Damage. Wir müssen hier bei Kevin helfen. Das soll passen. Oh, ne, Moment. Oh, ich bin nicht mehr rechtzeitig. Ja, lass den Drake abgeben. Ich glaube, aktuell können wir nicht fighten. Also. Ja, da müssen wir halt, vorher bestimmen, ob wir endlich fighten oder nicht. Ja, true. Hat dann alles zu lang gedauert. Ey, lass den einfach. Useless tot halt für mich jetzt. Ja, ich meine, wir haben halt Scaling mit Bot und Toplane. Und ich bin gerade sehr behind, also ich glaube, es macht oh! Nicht zu forcen. Schade. Wir haben Top immer noch eine große Wave. Könnt ihr Mitte pushen, die sind zoned gerade. Jo, lass machen. Wir haben Top auch eine große Wave. Irgendwas verlieren wir auf jeden Fall. Ich hätte direkt ulten sollen, ey. Knight raus. Victor geht Base. Über den? Könnt ihr sogar Herald machen? Ja, ich will nicht die Ultimate Herald. Ich hab 1000, ich hab ziemlich viel Cash. Oder wir rotieren Bottom. Ich hab auch richtig viel Gold. Ich hab fast 2k, wir sollten danach weggehen. Ich hab 15 TPS. Nice, good job. Was machen wir? Resetten? Ja, resetten. Ja, wir werden wahrscheinlich Herald gehen jetzt, ne? Hm. Wahrscheinlich, ja. Ja, Kevin hat dann Botlane pushen, können wir Turret für Botlane, für Herald fehlen. Ordnen wir Mitte oder so, ne? Oh, fuck. Eieiei. Anarchy ist gecatcht. Soll klein sein, glaube ich. Musste nur flashen. Ja, das sogar. Ah. So dumm. Sorry. Passiert. Eigentlich, ich hatte den Ward da geclear. Das war eigentlich klar, dass die Miss Fortune mit E checken wird. Mit Face zu checken. Ich würde mich Toplane orientieren. Gleich. Wobei, ja, die können auch irgendwo trappen, ne? Ich habe eine ganz gute Vision eigentlich gerade. Mhm. Ich würde hier Pinkborn gehen. Okay, hier hat gerade einer gewardet gehabt. Ja, Alistair ist gerade beim Herald. Oh. Ich gehe Toplane die Wave holen. Aber hier könnte wer sein. Kannst du mich fightet unten? Ah, nee. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Herald pressuren, dass wir in zwei Bots sind, wir sofort Herald machen können, dass Kevin nicht unnötig stirbt. Vielleicht können wir auch Mitte pressuren.
Das ist ein Victor so, das ist ein Laser, das ist eine Wave. Ja, ich meine, wenn wir den hier engagen vielleicht. Der hat Flash-Ult oder sowas. Du musst die Top-Lane aufpassen, John. Oh shit, yo. Ja. Wieder Flash. Vielleicht da? Oh, what? Ult hin? Was ist dann? Alter, der Damage. Victor moved jetzt. Victor moved hier. Wir gehen die nicht, oder? Victor ist hier. Leute, passt auf. Der kommt mit der Pflanze hier rüber. Hier oben. Ah, jetzt bei mir bleiben sollen für Block. Oder hat sie eh nicht ab? Ich hab keine, ja. Ja, ich war eine Sekunde in Miss Fortune Ult. Das hat mir 400 Damage gemacht. Oh, ich hätte ihn einfach der Witze killen können. So ein bitterer Fehler. Oh. Der hat gerade hier den stärksten Power-Spike des Lebens. Das war echt krank. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist echt geplatzt, das Fuck. Gut bomben. Wenn jetzt noch Level 11 erreicht, ein Delicious. Ich geb Botlane, ich hab auch TP. Gefühlt war die Ulti sogar schon draußen. Ich glaube, das war die letzte Kugel so. Oder keine Ahnung. Ja, das kommt bei MF immer irgendwie mega delayed hin. Das ist voll weird. Ach man, naja, das hätte so schön werden können in der Szene. Ja, im Prinzip, was die jetzt gerade aussagt, ich bin halt die ganze Zeit safe und gucke, ob sie mit Alistair irgendwo catchen können. Ich glaube, wenn wir halt safe stehen, fällt es ihnen relativ schwer. Wir haben halt super sicheren Wave Clear mit Anivia, Tristana Braum, wir scalen gut. Aber jetzt ist wirklich das Beste, was wir machen können, chillen. Wir haben halt zwei Infernals, das ist mega sucked, aber können wir nichts gegen machen, ja. Ja, true. Ultra riskiert, die haben die Pflanze gerade hier. Danke dir. Ich habe in 700 Fire Cannon. Wir haben dir gewartet. Ja, da Kevin hat mal mein Leben gerettet. Vielen Dank. Ich habe eine Minute bis Ult. Okay. Also ich kann gegen Ornn easy Wave Clear, ich habe auch TP ab. Also die machen gerade Herald. Oder ne, doch nicht. Soll ich hier so trappen? Meinst du den Ornn hier? Ja, Infinity. Ah, der hat halt der Fame. Den hat oh lol, die rushen noch nicht. Ornn ist Bot Miss. Ja, der wird jetzt top kommen. Wir wollen mich auf jeden Fall Mirror nehmen. Ja, wir haben aktuell nicht die Frontline, um deren Damage wegzutanken, aber auch nicht die Damage, um deren Frontline zu damagen. Also, wir haben einfach nur Zeit schön. Ja, ich meine, die haben bisher. Die kommen jetzt top. Ja, die spielen halt auch ziemlich slow gerade. Deswegen, also, die haben jetzt. 3 T1-Türme. Die sind dran. Ja, jetzt gucken wir, ob du vielleicht ins Stil gehen kannst. Das Beste, was man kann, ja nicht, denke ich. Ja, passt. Gucken, dass wir unsere Jungle Camps nehmen, dass die nicht kriegen. Ich habe auf jeden Fall farmtechnisch gegen sie aufgeholt, obwohl dafür Johnny natürlich eingebüßt hat. Ja, aber ist nicht so wild. Ich habe ja Rob, der mit Skate. Interessant, die MF wird halt ab jetzt immer schwächer im Vergleich zu mir. Vor allem, wenn ich und Kevin ein bisschen Arm haben, kommt die auch nicht mal an uns durch. Ja. 14. Okay, Double Magic okay, dann, die halt dann kann ich das. Wir müssen halt jetzt der Baron halt ab, da müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir haben jetzt nicht den schnellsten Baron, können ihn aber echt easy tanken. Guck mal, neue Wards eben. Ah, wir können halt, das ist das Problem, wenn die zu 5 im Pit, weil wir gerade, wenn die zu 5 im Pit sind, können wir nicht einfach auf die zulaufen. Ich glaube, da haben wir halt, also haben die, das ist der Komplett zu krass für. Ist das da? Okay, also wir haben hier den Pink und von da aus müssen wir halt immer Wards reindonnern können. Ja. Den da müssen also, wir das ist gleich zu viel zusammen dann contesten, wenn Kutscher Base war. Top Lane ist ein ziemlich dicker Wave. Kannst du ihn weg, den, du musst den Alistair weg wollen, ja, wenn er kommt. Ich bin ready. Nimm mal die Top Wave an. Die haben da immer noch ein Dings Ward drin. MF ist hier, vielleicht Alistair auch. Ich glaube, er ist TP 1,40. Alistair ist hier, try. Hm. Victor overpusht hier eigentlich. Also, falls die Baron machen, Max ist ziemlich scheiße beim Smiten, nur so als Info. Ich pass auf, pass auf da. Ich hab gepullt den Baron. Ich hab noch einen Blutfinger, der mit dem Baron ist. Achso, okay. Wenn ich zwei Items habe, dann mache ich die MF auch immer wie 1 platt. Ich glaube nicht, dass sie das erwartet. Die spielt halt mega cocky. Na, ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch 900. Eine Minute mein TP. Die gehen Drake. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass die Drake gehen. Jetzt wollen wir einen Pink Ward Vision holen dann? Ah. Ja. Ich kürze. Wir sind nicht schnell genug am Baron, oder? Nee. Wenn wir Vision holen, machen wir das Spiel wieder langsam. Der Drake bringt denen gar nichts. Die Vision ist wichtiger, fast schon. Ich schon. Oh, schon ein pass auf, wir wollen nicht kämpfen, ich hab kein TP. Ja. Alistair ist half. Wann geht's bei dir so richtig los, Kevin? Auch so 2-3 Items, ne? Also ich bin jetzt schon auch ziemlich Gucci. Okay. Ich geh hier mal Cut Base. Die resetten gerade, ich reset auch mal. Jo. Noch 500 Gold.
Ja, ist gut, die sind gerade so ein bisschen ideenlos. Ist bloß ja, nicht dumm. Nicht. Bloß keine Easy Catches. Kein, ja, wir dürfen nur nicht gecatcht werden. Wenn die jetzt Easy Kills kriegen, werden die sofort zum Baron gehen. Wieder Dings wir werden jetzt wieder die disziplieren wollen. Einmal ein bisschen aggressiver, direkt wieder Talisman gezündet. Ja, oh, also ich habe jetzt auf jeden Fall dann Magic Pan, also ich bin für den Farm fein und ich werde auch kann weiter für die Mid-Quest so? Und Solo gehen. Auf jeden Fall wieder 180 Gold noch. Jo, ich komme. Aber wir kriegen halt nur eine Alistar Wait, ne? Ja, immerhin. Ja. Naja. Wir haben eh nichts zu tun gerade, oder? Besser als nicht. Ah, so, ich würde auch nochmal resetten, dann krieg ich Wards. Okay, okay, eine große Wave noch, dann okay, Top Wave. Reicht das. Ich pass auf, du bist Mitte gerade ziemlich open, ne? Da kann einer drinstehen in den Busch. Victor kommt. Oh, stimmt, da ist ein Pico. Ich bin beide Baron Area. Ja, ich bin safe. Harry Botling Use ist ausgelaufen. Alistar war Bot zeigt gerade. Alistar war Bot, Alistar Bot, Alistar Bot, Alistar Bot. Die gehen Richtung Baron jetzt. Alistar ist nicht bei denen. Ja, die wollen jetzt halt mit dem Herald pushen. Brauchst du jemanden für den Herald oder wie sieht das aus? Alles gut. Okay, ich habe jetzt nach dem Red Buff mein zweites Item ready. Nice. Okay. Haben wir jetzt Sleeper hierfür? Ja, guck mal, wir holen so viel Freezeit. Ich weiß, dass die nicht auf mich drauf rushen. Yes, da ist es. Okay, das ist scheiße. Das vierte Talisman, den ich zünde, Alter. Hier, der ist da. Gehen hier deep jetzt. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwie. Jetzt kriegen die wieder die Vision. Jetzt wird's halt. Jetzt wird die interessante Phase. Ja, ist okay. Wir haben jetzt ADC stärker. Na, noch bin ich nicht. Ja, aber stärker als gerade. Stärker als gerade. Ja, ich bin auf jeden Fall gut dabei. Oh, Kutscher. Ich bin gegangen. Passt aber. Alles gut. Muss Midlane die Wave annehmen. Chill. Ja. Wir haben ja gute Vision. Wenn wir die beiden Pinkwards steffen, sieht das gut aus. Das ist halt nur die Frage, wenn die Hard Commit müssen die wahrscheinlich schon aufgeben, ne? Och, weiß nicht. Macht ganz guten Damage in solchen Zählen. Ja, stimmt, ich hab halt noch einen Pink für den Baron. Verkehrt dabei. Die gehen jetzt Richtung Baron, glaube ich. Die haben nochmal einen Hard Push. Mal reingepippt. Talisman ist ich kann den Alistar wollen. Oh fuck, ich bin hart. Und wieder raus. Die gehen jetzt reingepusht. Aber hier oben rum? Der Victor pusht den Mittelturret gerade. Ich kann ihn nicht so gut defen, der kann mich halt engagen. Ich krieg guten Damage durch gerade. Jetzt sind wir one. Alistar? Nee, nee, der hat mal Ult. Lass hier oben rum, lass hier oben rum. Ich hab gar kein Mana, ich hab negatives Mana. Schnell resetten. Wir haben noch Vision auf dem Baron. Kevin, was ist, wenn wir. Können wir auf den Raum theoretisch. Auf den Ohren theoretisch kollapsen, wenn ich mit B reinspringe? Und deine Ult, das ist doch eigentlich relativ squishy, ja, oder? Also, wenn sich die Situation anbietet, so. Ja, theoretisch. Weiß ja nicht, ob wir ihn trotzdem down kriegen. Flash und sowas. Okay, also Alistar hat keine Ult, aber ansonsten hat sich nicht viel getan. Ich hab aber leider kein Level 9 für Sweeper, das zackt ein bisschen. Ich würde ganz gern gerade mal meinen Blue Buff holen. Hier ist Victor. Der ist wahrscheinlich weg, Orn hat ihn wahrscheinlich. Jo. Victor, ja, also jetzt wäre es auf jeden Fall gut, wenn möglich, dass du Johnny den Farm gegen Victor annimmst, weil ich halt von ihm weggesund werde. Jetzt inzwischen, der kann mich one-shotten bald. Nö, ja, da kann ich jetzt one-shotten. Ja. Also wenn der Laser beide Instanzen trifft, oh, ich so. Ich brauch noch einen Minion für Level 9. Ich steuere jetzt trotzdem auf mein drittes Item zu. Das ist mega gut, so. Wir kriegen super viel Zeit. Wir haben vor 10 Minuten gesagt, dass wir stallen und die haben nur ein T-Zeitung bekommen und ein Harry, der nichts gemacht hat. Können wir für einen Victor gehen? Weil ich mit immer noch nichts forcen, ehrlich gesagt. Okay. Ich brauch irgendwie XP für Level 9. Ja, da kommt top. Ja. Komm her. Mir reicht. Okay, also ich hab Blue Trinket ready. Hier, den will ich verteidigen. Der steht den, halt den Victor kann ich ordentlich weg. Ach, ich hätte gerade einfach. Tree komm mal eben für meinen Sweeper. Geht das? Ja, das ist halt immer die Frage halt stellen, was machen wir, wenn die Instants im Baron hören? Ich habe schon 20 Pinkwards gekauft, Alter. Ich stehe auch fleißig nach. Aber die sind jetzt richtig wichtig, die Pinkwards. Wenn wir diese beiden Wards immer aufrechterhalten, ist so. Schöner Chunk, schöner Chunk. Gut gemacht. Schöner Post. Ohren muft hier, Ohren muft hier. Sinn ist super. Go, können wir. Nein, kalt. Wir können das halten. Das ist super squishy, ne? Scheiße. Was? Ohren ult ist raus. Kannst du überleben? Lass raus, die haben alles raus. Pass auf. Der hat noch Victor ult. Ne, der Victor hat noch ult. Okay. Muss basen. Ja, aber wir können das. Aber wir haben es gedacht, ist okay. Alter, was geht denn mit der Ehre? Jo. Geht zum Baron, oder? Ja, aber keine Ornoid, die haben keinen starken Re-Engage-Card. Alistar hat keinen Ult, oder? Alistar? Weiß ich nicht. Hier da oben? Ich hab noch einen Blue Sweeper, ich hab noch einen Blue Twink ready.
Ich guck mal, ich check mal. Wir haben angefangen. 7k. Jo, was? Ja, lass auf den Erste gehen. Was? Der wird das wahrscheinlich. Du musst gucken wegen Bebel, ne? Ich hole den Victor. Soll ich da Damage drauf machen oder wie wollen wir das spielen? Brechen ab, oder? Das gibt's nicht, dass ich überlebt, oder? Den Victor? Den Victor jetzt? Ach, scheiße. Okay. Nice, die brechen ab. Oh, nee, noch nicht. Ja, die brechen doch jetzt. Aber hör auf, den zu resetten. Oh, die chasen. Was? Die krieg ich, die ist von meiner Q nicht aggro. Azula ist tot. Ah, oh, wir sind zu deep down. Ja, ich hab TP. Das war super boostet von mir, hat gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube, wir müssen den trotzdem nicht zwangsläufig abgehen. Alter, das. Ja, er hatte halt geprockte 5er Boots und ich hab echt 2er Boots und Firecam. Ich TP und komm hier. Jetzt Victor ist immer noch hier irgendwo, der Busch Mitte. Gib auf Victor? Ja, das hat keinen Flash. Lass probieren. Hier ist ein Ward. Ja, der ist aus. Solange wir Nash verteidigen können, wäre alles fein. Alter, ich will Wards haben. Jo. Ich kann ihn wahrscheinlich jetzt forcen. Wollt ihr pullen den Baron? Der ist auf der Ult gleich wieder ready haben. Komm, aber der Xim war ja gerade hier, das macht ja gar keinen Sinn. 1000 Gold habe ich 3 Items. Ja, der soll sie den Pink Ward erstmal treffen, Alter. Geh nochmal back. Okay. Puh. So, Pinkbot Nummer 30. Oh Mann, der ist da. Eine Minute bis Ult. Bis TP wieder. Ich Solar 3 Headset, dann geht's langsam los. Ja. Ja, auch noch, wenn er jetzt noch randomings oder so geht, brauche ich auch noch Lastes. Weil ich würde die Wave Mitte noch gerne haben. Ja, gönn dir, mein Junge. Die also Level sind halt wichtig für meine Passive Range. Ist Forge mal nicht mal Bait, oder warum ist die so low? So, ich hab jetzt noch Dings. Ich hab echt dieses Low Echo Bild, Alter. Was? Ich hab dieses Low Echo Bild auf Anivia, wo du einfach mit den Items so viel Schaden machst wie mit 3000 Gold mehr. Aber mit 3000 Gold mehr ab jetzt mach ich halt nichts mehr. Hm. Das ist nicht schön. Aber, ja, alles für das Team. 30 Sekunden TP. Können wir hier oben mal sweepen gehen? Warte noch ein bisschen, dass ich mich zeige. Oh, hier können wir doch mal was machen, oder? Moment, Ornn ist unten. Ich habe Sweeper ready. Der hat auch kein TP. Glaube ich. Ah ne, der ist ja gelaufen. Ist das hier oben? Der läuft weg, der Ornn gerade. Können wir den Ward holen? Nee, da nicht. Super risky. Fortune ist halt gerade Mitte gewesen. 8 Sekunden TP. Ja, aber wir wissen nicht, woran 600 Gold Static. Die fangen an. 5 Sekunden TP. Ich hab ein Trinket. Wie spielen wir das jetzt? So schnell. Wir wollen Alistair mal stehen versuchen, oder? Auf Alistair? Wir müssen Alistair zonen. Okay. Ich bin da rein. Da würde ich trotzdem raus. Den Alistair? Killt Alistair. Nice. 2,5. Ohne ist auf mir. Ich mach ihn weiter, okay? 1,7. What? Okay, lass raus. Ey Jungs, mein Eck. Ja. Holy, sorry, my bad. MF hier unten rechts, pass auf, MF von hier. Schade. Das war ein süßer Hüpfer. Ja, die wollte finishen. Mann. Okay, ich hätte die MF wohl flashen sollen, aber ich dachte nicht, dass ich da nach Mac verrecke. Wie kann ich den smite missen? Oh, das wäre so geil gewesen. Holy, wie kann ich den smite? Wir müssen Inne wahrscheinlich abgeben, oder? Braum lebt gleich, aber. Ich bin dann 22 erst ab. 300 Gold, schade, war mega close trotzdem. Alistair immerhin bekommen, aber nicht schlecht gespielt. Am Ende ist halt immer noch einer der legendärsten Smiter im Gegnerteam, darf man nicht vergessen. Ja, DMF. Ja, DMF hat den glaube ich sogar wirklich gekriegt. Ja, hat sie. Ja, mein Q hat halt so viel Schaden gemacht, dass ich selber irgendwie, I don't know, ich habe einfach meine Smite-Taste gefühlt nicht gefunden. Oh, wollen wir den catchen? Hier ist noch Sinn. Ja, er ist alleine, glaube ich. MF war top side, MF ist top. Victor ist unter, das können wir gehen, dann müssen wir gehen. Ohren ist hier oben, über uns. Da kommen wir halt nicht ran, oder? Okay, ich geh top down defen gegen die MF. Ich hab jetzt mein Static nach dem Ding hier. Der wird doch vielleicht unten die Wave farm. Oh, und ist auch noch hier, ich kann da MF top, ich kann nicht defen. Nein, ich kann das nicht defen. Ja, mit der war noch einen offenen Nip. Naja, 3 top. Da mach ich nix. Oh, ups. Der denkt, glaube ich, die ganze Zeit, dass er Nash-Buff gibt. Aber hat er keinen. Er TP'd der auch? Ja, TP. Wollen wir hier mal hier auf die MF kollapsen? Die ist ganz alleine mit Alistair. Ja. Nice, 3 Bot. Wir können hier den Alistair sogar. Du kannst sogar auf den Alistair. Kannst du draufjumpen, Sola? Dann komm ich, krieg ich eine MF. Fortune moved auch noch runter. Ja, können wir die Mitte pushen? Ja, good job, Kevin. Cover hier.
Ich chase dort. Ja, das stallt gut, das stallt wir gut. Wir kriegen trotzdem gut Zeit, das ist eigentlich nice. Pass auf, dass ihr jetzt nicht gecatcht werdet und sterbt. Ich hab nur so ein Jahr. Kannst du hier stunnen, wallen oder sonst ja, irgendwas? Mach du nicht. Mach alles. What? Oh ne, das war's. Ah, Q. Q, Airy. Ach, du Scheiße, hast du dafür was? Ich hab nichts mehr. Wie schnell ich sterbe! Kacke. Ja, du, egal. Nice, nice, nice. Einfach raus, einfach raus. Ja, das ist nicht so einfach. Der Ficker hat ja mehr als 18 CS. Try. Ja, der macht Damage 6. Ne? Wir droppen, oder? 15 Sekunden. Oh. Hab kein Mana mehr. GG. Alter, es macht nicht so viel Spaß, das Game. Ah, oh, schade, ey. Holy shit. Ja, GG. Ja, wobei, ich glaube an euch, das schafft ihr noch. Oh. Believe! Ich hab die MF gestumpt. Ich mach keinen Damage. Ich versuch's, aber ich mach keinen Schaden sonst. Schade. Aber so, weißt du, so hätte das erste Game halt auch sein können, so. Dann hätten wir halt echt eine richtig geile Series gehabt. Ja, eben. Na egal. Wie geht? Die haben trotzdem besser gespielt und verdient. Ja, auf jeden Fall. Das meine ich ja gar nicht. Aber das Game macht halt richtig Bock, so, ne? Was? Nee, das war die Hype. Bock, ich will noch niemals verlieren. Das Wort, was ich für dieses Spiel bezeichne. Oh Mann, ey. Von einem Scheißschlanger zum nächsten. Da hat er wieder zum alten gefehlt, ey. Das ist, der Virus ist da. Na gut, Leute. Yeah, haut rein. Macht's gut. Ich sehe mich bis morgen um 11 Uhr. Morgen 11 Uhr, nicht vergessen. Morgen 11 Uhr, Jungs. Stimmt, Leute. Haut rein. Peace out. 11 Uhr. Ja, haut rein. Tschüss. Tschüss.